Hallo und Gesang zu einer neuen Checkliste. Heute schauen wir uns an Big Pharma. Und ich muss sagen, gleich vorab, das Spiel macht richtig, richtig süchtig und macht richtig, richtig Laune. Ich habe mich auch schon sehr lang darauf gefreut. Das Ganze wurde ja vor fast einem Jahr schon angekündigt und ab heute ist es verfügbar als Beta-Version, als Pre-Order-Beta sozusagen. Also wer jetzt kauft, kann erstens mal die Beta-Version sofort spielen und zweitens bekommt er dann, wenn das Spiel fertig ist, einen Steam-Key. Und ein paar Tage vor der Beta hat mir eben der Entwickler hier diese Version zur Verfügung gestellt, dass ich mich ein bisschen einspielen kann. Habe zwar schon einige Videos geschaut, aber selber eben noch nicht Hand anlegen können. Jetzt habe ich in etwa 10, 15 Stunden da schon reingespielt und ja, bin super begeistert. Ist auch schon sehr, sehr fortgeschritten für das, dass eine Beta-Version ist. Fühlt sich sehr, sehr fertig bereits an. Es kommen zwar noch ein paar Dinge dazu, die werde ich dann noch erwähnen, aber ist absolut einwandfrei spielbar und hat auch einen super, super Umfang. Sehr sympathischer Entwicklerkontakt, auch möchte ich an der Stelle auf jeden Fall positiv betonen. Das Ganze ist ja von Twice Circled, ein Ein-Mann-Unternehmen und Publisher übrigens, um das auch mal am Rande zu bemerken, Positec Games, die kennen auch vielleicht der eine oder andere von Titeln wie Democracy 3 war auf meinem Kanal oder auch Gratuitous Space Battles. Und das waren ja auch schon so Perlen, sage ich mal, oder ganz besondere Spiele. Und Big Pharma ist eben auch so eine richtige Perle geworden und spielt natürlich auch an auf die Big Pharma Verschwörungstheorie, die ja besagt, dass die ganzen Pharmakonzerne eigentlich alles natürliche und einfache und kostengünstige Heilmethoden hätten für so ziemlich alle Krankheiten dieser Welt und Probleme, inklusive Krebs und AIDS und was weiß ich. Und die aber zurückhalten sozusagen, weil sie eben lieber Profit machen wollen mit ihren ja, billigen Medikamenten, die vielleicht sogar irgendwelche Nebeneffekte haben und die Leute erst recht krank machen. Also ist wie gesagt eine Verschwörungstheorie, aber finde ich eine ganz nette Anspielung. Auch ganz passend, weil Big Pharma kann man tatsächlich auf zwei Arten spielen, so richtig nett sozusagen und ja, alle heilen und die möglichst besten Medikamente zum besten Preis herstellen oder einfach ja, so viel Profit wie möglich machen, ohne Rücksicht auf ja, die längerfristige Gesundheit der Patienten. Okay, kurzer Blick in die Optionen. Gibt es nicht viel zu sehen, ist ein Unity-Spiel, aber wie man von der Grafik im Hintergrund so ein bisschen erkennt, es ist auch nicht allzu aufwendig gestaltet, sollte also entsprechend, vor allem wenn man den Spezifikationen auf der Homepage glauben mag, auf so ziemlich jedem Gerät, inklusive vielleicht sogar einem ja, 3, 4 Jahre alten Laptop, ganz gut laufen. Musik habe ich deaktiviert, ich kann sie mal kurz einschalten. Soundtrack ist sehr, sehr schön gelungen in dem Spiel, sollte man unbedingt ein bisschen reinhören. Ich habe ihn jetzt schon 10 Stunden lang gehört, von dem her verzeiht mir, wenn ich ihn vielleicht in dem Fall ausstelle. Vor allem auch, ja, seid ihr mittlerweile gewohnt, glaube ich, dass ich die Musik eher wegmache. Kann jeder im Hintergrund selber was einlegen, wenn er möchte. Aber eben sehr gelungener Soundtrack, unbedingt mal reinhören. Ja, um was geht's bei Big Pharma? Das sollte man auch noch vielleicht schnell sagen, bevor wir loslegen. Es ist eine sehr gelungene Mischung aus einem Puzzlespiel und einer Wirtschaftssimulation und Puzzlespiel mit den ganzen Logistik- und Automatisierungselementen, das liebe ich ja sowieso. Also so ein Crossover aus allen möglichen Spielen. Manche haben gesagt, von den Screenshots her schaut es ein bisschen aus wie Sim Hospital. Es erinnert auch manche an Factorio. Also da sind ein paar, glaube ich, schöne Elemente zusammengeflossen. Und das Spiel ist überraschend komplex. Und die Komplexität kommt aber erst nach und nach zum Vorschein. Das finde ich auch ganz angenehm. Also die Lernkurve ist relativ gut, vor allem wenn man hier jetzt auf die verschiedenen Missionen schaut. Tutorial natürlich auch vorhanden. Ganz zweckmäßig, aber okay gestaltet mit Screenshots und Anleitungstexten. Aber eben die einfachen Missionen, da kommt man relativ gut rein, hat relativ schnell Erfolgserlebnisse. Aber im späteren Verlauf zeigt sich eben, das Spiel ist doch sehr, sehr komplex mit sehr viel Tiefe und vor allem die späteren Schwermissionen sind wirklich, wirklich schwer. Und entsprechend habe ich jetzt auch lange überlegt, was ich zeigen soll in der Checkliste. Einfache Missionen. Insofern nicht geeignet, weil wir sehen da nicht alle Dinge, die das Spiel zu bieten hat. Schwere Mission auch ein Problem, weil da gehe ich dann pleite, vor allem, weil ich ein bisschen dazu neige, das Spiel einfach zu erklären. Und Big Pharma vor allem in den höheren Schwierigkeitsgraden ist durchaus ein Spiel, wo man unbedingt sofort loslegen muss und sofort alles richtig machen muss.
Deswegen glaube ich, guter Kompromiss ist hier die Mitte. Und da haben wir jetzt eine Mission Even More Money oder Even More Money, wo wir eine ja, ganz schön hohe Summe verdienen müssen. Ich muss jetzt ganz genau schauen, sind das 5 Millionen Dollar in 14 Jahren. Das werden wir mal versuchen, ob wir das schaffen, obwohl ich es nebenbei erkläre. Und das Spiel übrigens auf Englisch. Der Entwickler hat aber gemeint, bis zum Steam-Release soll es wohl auch noch auf Deutsch kommen, was ich insofern ganz gut finde, weil da gibt es doch einige ja, Krankheiten und Geräte in dem Spiel, wo ich sagen muss, da tue ich mir ein bisschen schwer, das zu übersetzen, wenn ich nicht irgendein Lexikon oder ein Wörterbuch zur Hand habe. Also eine Menge Stolperfallen in dem Spiel. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn ich dann einen Großteil jetzt nicht übersetze, weil die Spielmechanik an sich, die versteht man auch, wenn man die ganzen Krankheiten nicht übersetzt, aber ich glaube, ich freue mich da auch auf eine deutsche Übersetzung. Und apropos, was noch dazu kommt, auch ein paar neue Missionen werden noch dazu kommen, habe ich mir sagen lassen, genauso wie das eine oder andere Gerät und auch ein Voice-Over ist wohl geplant, genauso wie ein Sandbox-Modus. Momentan haben wir, wie gesagt, nur alles Missionen. So, da müssen wir mal eine Firma gründen. Wir verkaufen ja alle möglichen Pillen, also warum nicht Tom Pills, falls es überhaupt so heißen kann. Aber naja, Firmengründung, da dürfen wir selber aussuchen, wie wir heißen. Alle möglichen CEOs können wir auch einstellen, ist aber nur ja jetzt eine optische Sache, hat jetzt keinen Gameplay-Einfluss. Die Tests nehmen wir da, warum nicht? Also, willkommen in unserer Medikamentenfabrik. Die Karte übrigens komplett zufallsgeneriert, die schaut jedes Mal anders aus, genauso zufällig die Zutaten, die man zur Verfügung hat, auch zufällig der Bedarf, der aktuell danach ist oder was man eben alles produzieren kann. Es gibt zwar ein gewisses Set an Krankheiten und an Heilungen, aber eben die Startbedingungen sind immer ein bisschen anders. Man kann ja die Fabrik auch, wie man sieht, hier erweitern, wird allerdings immer teurer, das heißt, das erste Stück kostet 10.000 Dollar und dann wird es immer teurer und mit 50.000 Dollar Startbudget, naja, müssen wir gut überlegen, für was wir unser Geld ausgeben und vor allem schnell mal auf Pause schalten. Aktuell läuft uns nämlich die Zeit davon, 13 Tage, 14 Tage schon rum, wo wir nichts gemacht haben, geht gar nicht, werden wir uns gleich mal umschauen, was wir produzieren sollten, wie aktuell so die Marktsituation ist. Hier sehen wir, zurzeit könnte man zum Beispiel Mittel gegen Diabetes herstellen und verkaufen oder etwas gegen Husten. Und wir sehen da auch ein paar Zahlen, zum Beispiel der Verkaufspreis 108 Dollar und der aktuelle Bedarf 105%, heißt einfach überdurchschnittlicher Bedarf. Und das hängt davon ab, dass es ja, eine ganze Menge Patienten gibt. Allerdings keine Marktsättigung, das heißt, niemand stellt hier irgendwas her. In dem Fall auch niemand, der beliefert wurde mit den Medikamenten, niemand, der geheilt wurde mit den Medikamenten. Also ist hier der Preis hoch und stabil. Und auch beim Husten schaut es momentan ganz gut aus. Vor allem deswegen, weil im Moment Winter ist. Also manche Medikamente sind im Winter zum Beispiel stärker, manche im Sommer. Also gerade zum Beispiel sowas wie Antihistamine. Haben im Sommer eher natürlich eine Hochzeit, hier im Winter jetzt nur 74% Bedarf, also entsprechend auch der Preis niedriger, der sinkt eben mit dem Bedarf oder steigt mit dem Bedarf, je nachdem. Ja, also Diabetes, das könnte man mal behandeln oder eben Husten und die zwei Sachen gehen nur, weil wir entsprechend nur für das auch die Zutaten haben, können wir mal hier reinschauen. Wir haben aktuell hier so ein Serum, ein Saft gegen eben Husten und wir haben hier so ein Pulver gegen Diabetes. Allerdings müssen wir die vorher ein bisschen behandeln oder umwandeln. Da kommt nämlich diese Zahl hier ins Spiel, 14, das ist die Konzentration von der Zutat. Die geht von 1 bis 20. Wenn wir da drüber fahren, sehen wir eben, aktiv von 6 bis 13. Das heißt, aktuell ist die Konzentration zu hoch, als dass es eben als Hustmittel wirken würde. Selbes hier, Diabetes von 1 bis 5 und aktuell ist es 6, also müssen wir es verringern. Und selbes gilt auch für die roten Dinge, das sind die Nebenwirkungen, also die negativen Effekte, die sind auch in einem bestimmten Bereich aktiv. Und hier zum Beispiel haben wir das Problem, das wird grundsätzlich Nebenwirkungen haben,
weil Nebenwirkung von 3 bis 14 aktiv ist, hier von 6 bis 13. Das heißt, wir können es nicht in einen Bereich verschieben, wo es nur positiv ist. Im Gegensatz zu Diabetes, da haben wir Glück. Wenn wir das um 1 runterschieben, sind wir hier im aktiven Bereich vom Positiven und automatisch im inaktiven Bereich vom Negativen. Also ist das im Moment vielleicht die bessere Wahl, weil wir eben höherwertige Medikamente einfacher herstellen können. Also importieren wir doch mal hier dieses Pulver. Und ja, transportieren das mal ein Stückchen raus mit einem Förderband, dass wir es mal anschauen können. Und jetzt haben wir eben hier dieses Pulverchen mit Konzentration 6, müssen es aber runterbekommen auf 5. Und dafür haben wir diverse Gerätschaften, momentan natürlich nicht alles aktiviert, weil wir noch ein bisschen forschen müssen. Aber wir hätten hier zum Beispiel einen Dissolver, der verringert die Konzentration um 1. Kostet allerdings $10 im Einsatz. Ich stelle den einfach da mal auf, fahre da rein und wenn wir den dann anschauen, sobald das Spiel läuft, sieht man hier, wie das Medikament reinkommt, Konzentration verringert wird und dann mit der Konzentration eben von 5 wieder rauskommt. Das hier wird hellgrün, das dunkelrot, heißt jetzt ist es ein Mittel gegen Diabetes, allerdings noch nicht in der passenden Form. Da müssen wir es vorher zum Beispiel in eine Pille umwandeln und da haben wir jetzt gerade nicht sehr schön Platz für das Ganze, habe ich etwas ungeschickt gebaut. Könnte man aber auch umbauen, wenn man denn so will. Ist so ein bisschen Tetris spielen, sage ich mal. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt einfach für den Moment so. Was soll's? Und schicken das Ganze wieder da raus bei einem von diesen Export-Import-Slots. Jeder Import-Slot kann eine Zutat gleichzeitig nur importieren. Die Export-Slots, die können beliebig viele verschiedene Medikamente exportieren, aber jeweils, und das muss man auch wissen, nur ein Stück pro Tag. Das heißt, immer hier einmal rausfahren ist ein Tag, beziehungsweise vergehen aktuell 2 Tage, dass da was rausfährt oder da verkauft wird. Warum, sage ich gleich. Vorher müssen wir das noch benennen, neues Produkt. Diabetes ist der Vorschlag, benennen wir das so, warum nicht? Und momentan verkaufen nur alle 2 Tage eine Pille, weil der Pillprinter 2 Tage braucht oder 2 Runden, um eine Pille zu drucken. Wir können hier aber auch 2 parallel schalten und dann produzieren wir wirklich jeden Tag jetzt eine Pille. Da können wir auch schauen. Aktuell 128 verkaufen wir die, 108 ist der Preis, plus 20 bekommen wir durch den Pillprinter, sieht man auch hier. Combined Value wird erhöht um 20 und ja, die aktuellen Produktionskosten sind 30, 10 für das gute Stück hier, 20 für den Pillprinter und 37 Kosten für die Materialien, das heißt $67 bleiben da unterm Strich für uns übrig. Also ja, machen wir schon ein bisschen Gewinn, nicht schlecht. Eventuell wollen wir den Gewinn ein bisschen steigern und das Medikament aufwerten. Das geht auch. Fahren wir mal da drüber und schauen, was wir dafür brauchen würden. Eine Konzentration von 10 bis 12 müssen wir erreichen und wir brauchen einen Ionisierer. Den haben wir allerdings noch nicht. Deswegen werden wir uns mal ein bisschen die Forschung anschauen. Da sind wir nämlich auf dem besten Wege, einen zu bekommen. Müssen wir allerdings vorher den ein oder anderen Wissenschaftler einstellen. Hier heißt es ja, ein Wissenschaftler muss da 3 Monate dran forschen. Das heißt, wir stellen mal einen ein, der soll am Ionisierer forschen. Und der Ionisierer ist ein Gerät, sieht man da rechts drüben in dem Bereich, der die Konzentration um 3 verringert, anstatt um 1, so wie der Dissolver. Demgegenüber steht natürlich der Evaporator, der erhöht das um 1, oder der Agglomerator, der erhöht das um 3. Entsprechend, glaube ich, stelle ich einfach noch jemanden ein, der kann dann auch gleich das Ding hier forschen. Okay, zurück in die Produktion. Wir haben noch einen Slot übrig. Hier hätten wir auch nochmal 3, dann kaufen wir das direkt dazu und schauen mal, was wir aus dem zweiten Medikament noch machen können. Importieren wir das auch. Das müssen wir auch verringern um 1. Müssen wir ein bisschen komplizierter bauen. Drucken das auch direkt in Pillen und verkaufen es. Und passt. So, schauen wir uns das Ganze schauen wir uns das Ganze mal an. Kommt hier raus mit der Konzentration 14, geht da rein
wird um 1 verringert, ist jetzt eben ein Hustmittel und wird dann in eine Pille gedruckt und verkauft. Also relativ schnelles Geld. Allerdings, ich habe es ja schon erwähnt, wir verkaufen hier ein schönes Mittelchen. Allerdings, die Konkurrenz schläft nicht. Die verkaufen mittlerweile auch alle Mittel gegen Diabetes. Heißt höchstwahrscheinlich, wenn wir da mal schauen, noch sieht man es nicht, aber die Marktsättigung steigt schon langsam, 67%. Und sobald die da rauf geht, auf 100 und mehr, wird der Preis eben anfangen zu sinken. Und entsprechend kann es einem passieren, dass die Produktionskosten irgendwann den Preis übersteigen. Also entsprechend müssen wir da schnell weiterschauen und überlegen, wie wir da zu anderen Geldquellen kommen. Eins ist eben Upgraden, aber fürs Upgraden fehlt uns, wie gesagt, noch der Ionisierer und der Agglomerator, der kommt ja dann bald. Alternativ können wir uns in der Zwischenzeit nach anderen Dingen umschauen. Zum Beispiel ist ein hoher Bedarf offensichtlich nach Mitteln gegen Reflux. Und da können wir mal hier reinschauen bei den Zutaten. Wir haben ja die zwei zur Verfügung, aber einiges, was noch nicht erforscht wurde oder nicht entdeckt wurde, muss man viel mehr sagen. Und da können wir ein bisschen schauen. Hier hat man etwas gegen Infektionen. Hier ist was für die Verdauung, das klingt nach den passenden Dingen. Hier haben wir was fürs Blut, für die Haut, für die, wie soll man sagen, für das Vergnügen im Bett sozusagen. Und in dem Fall würde ich sagen, für die Verdauung, das wäre eigentlich ganz gut. Da wollen wir vielleicht hin, brauchen wir allerdings zwei Forscher. Ist die Frage, ob wir uns das im Moment leisten können. Wir machen schon täglich ein Minus und haben noch gar keine Forscher eingestellt. Also werden wir lieber vielleicht ein bisschen warten, beziehungsweise schauen, dass wir unsere aktuellen Medikamente ein bisschen aufwerten. Wir haben ja gleich mal in 1 bis 2 Monaten das hier erforscht. Dann können wir da ein bisschen was machen. Oder natürlich, wir riskieren ein wenig und stellen zumindest vielleicht einen Forscher mal ein und lassen den hier mal forschen gehen, weil da habe ich noch was gesehen, nebst dem, dass wir da ein Mittelchen haben, was gegen für Infektionen hilft, haben hier noch was, nämlich einen Katalysator. Und Katalysatoren braucht man zum Teil, um Medikamente abzugraden. Also wenn wir so einen schon gefunden haben, sicher kein Nachteil. Also schicken wir den auch mal hier in den Wald. Müssen wir halt mit ein bisschen Minus leben im Moment. Lass uns mal ein wenig laufen. Das müssen wir noch benennen, sonst verkaufen wir es nicht. Bringt plus 50, naja, da sind wir nicht allzu weit im Minus. Das ist eigentlich ganz okay. Da haben wir hier nochmal einen Blick rein. Ja, jetzt sieht man schön, Preis sinkt. Marktsättigung ist hoch, weil einfach jeder produziert. Und hier wird vermutlich das Gleiche bald passieren, deswegen müssen wir bald auf andere oder bessere Medikamente umsteigen. Dann warten wir einfach mal auf die Forschung. In einem Monat ist es soweit und dann können wir bessere Medikamente erzeugen und entsprechend hoffentlich mehr Gewinn machen. Die Upgrades hier können wir uns vielleicht noch kurz anschauen. Die kann man mit Upgrade-Punkten erreichen und Upgrade-Punkte, das finde ich eine sehr, sehr schöne Mechanik, wie das hier umgesetzt ist, sammelt man, wenn man in dem Fall Forscher nicht beschäftigt, das heißt, wenn die zwei hier fertig sind, landen sie wieder da oben im Pool und produzieren eben Upgrade-Punkte, die man dann später einsetzen kann, um zum Beispiel in dem Fall Geräte billiger zu machen oder den Preis von den Pillen zu erhöhen. In dem Fall sind die eben fertig und man sieht eben schön, hier geht schon los mit dem Balken. Da können wir dann später nochmal reinschauen. Jetzt haben wir den Ionisierer und den Agglomerator. Entsprechend werden wir nochmal überlegen, was wir als erstes upgraden wollen. Ja, ich sag mal so, Asthma ist ein höherer Bedarf, so wie es ausschaut. Haben 1000 Leute dafür hier für den... was war das nochmal? Hier haben wir so eine kleine Liste geschrieben an Dingen. Ist da... aber nicht dabei. Latein hatte ich auch nie, keine Ahnung. Hyper, irgendeine Überfunktion. Schilddrüse vielleicht, könnte sein. Naja, ich würde sagen, das hier ist vielleicht der stabilere Markt. Also entsprechend gehen wir vielleicht Richtung Asthma. Da müssen wir eben unser Hustmittel upgraden. Dann schauen wir mal, das läuft hier am Band gerade und da können wir auch drüber fahren und schauen. Konzentration 8 bis 11 müssen wir hier erreichen. Dann können wir es upgraden. In diesem Fall kommt es hier raus mit 14. Hier sind wir bei 13. Also könnte man es theoretisch
ja, gleich um 3 verringern, wenn es hier rauskommt. Heißt, ich tausche das mal aus. Lass mal das mal weiterlaufen, dass die Dinge hier noch durch die Pillprinter gehen. Einen Ionisierer, dann verringern wir es gleich direkt um 3. Können wir da gleich reinschauen. Also, auf 11 verringert heißt, die Bedingung der Konzentration ist erfüllt, wie man am grünen Häkchen auch sieht. Allerdings müssen wir es jetzt upgraden mit einem Agglomerator und der erhöht die Konzentration wieder. Also dieselben Geräte, die man nimmt, um die Konzentration zu verändern, sind auch die, die dann eine gewisse neue Funktion aktivieren. Jetzt können wir es natürlich so machen, das Ganze nach wie vor als Hustenmittel verkaufen, weil warum nicht? Allerdings zweigen wir eben vielleicht in dem Fall hier ein Stück ab und lassen das eben weiterlaufen in einen Agglomerator. Und dann sehen wir hier schön, wenn das da reinläuft, die richtige Konzentration hat, ins richtige Gerät geht, dann wird aus dem Ganzen ein neues Medikament, nämlich gegen Asthma. Ja, muss die Konzentration nochmal runter um 4. Dann nehmen wir vielleicht unseren Dissolver und noch einen Ionisierer. Schönes Tetris spielen hier. Das Ganze rein in einen Pillprinter. Hat er da noch Platz? Hat er nicht. Dann müssen wir das Ganze ein bisschen verschieben. Weil ein Förderband muss immer zwischen den Geräten sein, anders geht's nicht. So, das Asthma, pardon, das Hustmittel übrigens muss man neu benennen, weil es ja mittlerweile mit einer Konzentration von, wie viel haben wir da jetzt, von 11 ausgeliefert wird. Vorher war es ja ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir ein Asthmamittel mit der richtigen Konzentration. Aus dem wird auch eine Pille gemacht und das verkaufen wir gleich. Mal schauen, was uns das bringt. Produktionskosten sollten relativ gering sein. Haben wir nicht allzu viele Geräte. 14 bringt das Hustmittel und ja, 96 das Asthmamittel. Also schon ordentlich mehr. Können wir natürlich auch überlegen, naja, wollen wir jetzt überhaupt noch Hustmittel produzieren? So wenig Geld, wie das bringt. Wenn wir beschließen, nein, würde ich sagen, wir haben hier einfach auftrennen. Und schauen, dass wir das Ganze so umbauen, dass wir eben nur mehr Asthmamittel produzieren. Können wir natürlich im Moment auch hier einfach den Slot verstellen. Müssen wir dann halt später ein bisschen umbauen, dass der hier wieder frei wird. So, die hätte man auch vom Band laufen lassen sollen, habe ich jetzt nicht gemacht. Aber es sollte so auch klappen. Und jetzt verdienen wir hoffentlich ein bisschen mehr Geld, weil wir nähern uns so langsam ja, der Nullgrenze. Gut, Gerätschaft kostet natürlich einiges, haben wir gesehen, 135 haben wir da an Kosten. Ja, weil einfach die Agglomeratoren, die Ionisierer kosten relativ viel, 35 nämlich. Das heißt mehr als das Dreifache von den kleinen Geräten. So gesehen, 3 kleine aufstellen wäre billiger, allerdings brauchen sie mehr Platz. Und wenn wir hier mal schauen, beim Research inzwischen sollten wir ein paar Punkte haben. Wenn wir hier die kleinen Geräte upgraden, verringern sich die Kosten um 1 und bei den großen verringern sie sich um 3. Das heißt, da kann man die Kosten relativ schnell auch runterdrücken. Und in dem Fall würde ich sagen, wenn wir 3 Punkte haben, werden wir den Ionisierer verbilligen, den Agglomerator verbilligen und den Pillenprinter verbessern, sodass er $3 mehr bringt. Und schon sollte unser Asthmamittel um einiges mehr Profit bringen. Mal schauen, ob wir das sehen. Zumindest hätte ich mir eingebildet, dass das ein bisschen mehr bringen sollte. Kann auch eventuell dauern, bis da die erste Pille durchgelaufen ist, die weniger Kosten verursacht. Haben wir mittlerweile statt 35, 32. Okay, wie schaut es hier aus? Da haben wir 63, das lohnt auf jeden Fall noch.
Und wie geht es unserem Forscher? Der hat auch einen Punkt mittlerweile erzeugt und auch was Neues gefunden. Ein Mittel gegen, gegen Erkältung, so dass ich es rausbekomme. Und gleichzeitig auch einen Katalysator. Was ich auch vielleicht sagen sollte, die Anordnung hier ist nicht unwesentlich. Hier haben wir zum Beispiel auf Platz 1 und Platz 4 etwas, hier auf Platz 2 und Platz 3. Das ist dann wesentlich, wenn man zum Beispiel sowas hat wie einen Mixer. Können wir hier mal kurz bei Research reinschauen. Da hätten wir eh wieder zwei Leute, die wir einsetzen sollten. Den Punkt vergeben wir noch, glaube ich, für einen Dissolver. Und dann werden wir hier ein bisschen weiter forschen, vielleicht in die Richtung, vielleicht zum Analysator. Den möchte ich noch zeigen. Wir haben hier zum Beispiel einen Mixer. Wo ist er denn, der Mixer? Dass ich ihn finde. Sequencer. Da haben wir den, die Zentrifuge, den Shaker. Da, Multimixer zum Beispiel. Der eben zwei Medikamente oder zwei Zutaten zusammenmischt. Und wenn man eben da zwei Eingänge, zum Beispiel in dem Falle, die zwei Sachen hier mixen würde, dann hätte das, was rauskommt, alle vier Effekte, das heißt zwei Nebeneffekte und zwei positive Effekte. Das heißt, man könnte sozusagen so ein Kombi-Medikament herstellen. Wenn man das zum Beispiel mixt mit dem, dann wird entweder der Effekt überschrieben oder der Effekt überschrieben, je nachdem, was man als Basis nimmt und was man als das nimmt, was man zumischt. Also entsprechend die Positionierung, an welcher Stelle, das ist sehr, sehr wesentlich. Vor allem, wenn man hier dann den Katalysator irgendwo beimischen will. Sprich, wenn man zum Beispiel das Medikament oder die Zutat hat und man will den Katalysator beimischen, das geht relativ schwer, weil der Katalysator würde entweder das überschreiben, die positive Wirkung, oder die positive Wirkung überschreibt den Katalysator. Gibt allerdings auch ein Gerät, sollte ich gleich dazu sagen, der Shaker, der verändert nämlich die Reihenfolge von diesen Wirkungen. Wenn man das Ganze dann vorher shaken würde, dann landet das zum Beispiel da oben an erster Stelle. Wenn man es dann hier hinzumixt, hat man den positiven Effekt und da oben den Katalysator. Gut, aber ob man das noch sehen werden, ich weiß nicht. Das ist dann schon ein bisschen weiter im Spiel und ich wollte jetzt nicht unbedingt eine Stunde hier Checkliste machen, aber schauen wir mal. Momentan machen wir ein bisschen Geld, wo wir vielleicht investieren können. Wir hätten ja hier jetzt ein Mittel gegen Erkältung, das sich auch relativ leicht upgraden lässt, wie wir hier sehen, auf ein Antibiotikum. Und wenn wir hier mal nachschauen, hier nachschauen, Erkältungsmittel noch bringen sie viel, allerdings, Moment, es geht ja eher auf den Winter zu, das heißt, das wäre gut, das vielleicht jetzt zu produzieren und die Antibiotika bringen auch halbwegs viel Geld, also warum nicht sich das auch anschauen. Und hier sehe ich, das Asthma-Mittel könnte man auch nochmal upgraden und zwar, wenn man es eben mit einem Katalysator mischen. Ja, in dem Fall haben wir allerdings Pech gehabt, oder, weil die Zutat für das ist eben, wie schon gesagt, wir haben hier als Ausgangsbasis das Mittel, müssten das hier zumischen und überschreiben wir das. Geht also im Moment nicht. Erstens mal, weil wir keinen Mixer haben und zweitens, weil wir keinen Shaker haben. Also das müssen wir ein bisschen verschieben. Gut, haben wir noch Slots frei? Wir haben noch zwei Slots frei, allerdings hier ein bisschen ungeschickt gebaut. Das heißt, wir werden da ein bisschen umbauen. Ich trenne hier mal auf. Für den Moment, beziehungsweise könnte man es einfach auch stoppen, das vergesse ich dauernd, dass einfach da alles noch fleißig vom Band läuft und dann werden wir das Ganze umbauen anfangen, dass wir ein bisschen Platz sparen. Und dem Aspekt von dem Spiel finde ich übrigens auch super, weil auch wenn es im Moment nicht unbedingt so ausschaut, es geht einem unglaublich schnell der Platz aus. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nichts auslasse oder in der falschen Reihenfolge mache. So, da kommen wir raus. Und dann bauen wir das da hin und das da und perfekt. Haben wir Platz geschaffen für neue. Ups. Für neue Dinge. So, müssen wir nur noch wieder anschließen und
los geht's. Die Produktion sollte wieder laufen. Dann können wir also importieren unseren Saft gegen Erkältung. Da müssen wir den Effekt verringern um 2. Dann schickt man das ganze Ding direkt durch einen Ionisierer. Verringert es um 3. Macht aber nichts. Beziehungsweise können wir auch schauen, können wir vielleicht so weit verringern, dass wir zumindest eines von den negativen Nebeneffekten deaktivieren. Machen wir das mal, dann kann ich noch was zeigen. Manche Nebeneffekte nämlich, wenn man hier genau schaut, und man fährt da drüber, heißt, kann nicht entfernt werden. Hier allerdings kann entfernt werden, wenn es eine Konzentration hat von 12 bis 14 und man es durch einen Ionisierer schickt. Idealerweise kommt das Ding mit einer Konzentration von 12 und, naja, wir schicken es direkt in einen Ionisierer. Heißt, schwuppsdiwupps, das negative Symptom verschwunden. Allerdings mit dem negativen Symptom dazu der Katalysator. Heißt, jetzt wäre es nicht mehr brauchbar als Katalysator für, naja, welches Mittel auch immer dann da man zusammenmischen will. Also man kann sich auch Effekte sozusagen entfernen und das Ganze ja sozusagen bereuen, weil man den durchaus gebraucht hätte. Nichtsdestotrotz, wir haben, abgesehen davon, dass wir es uns gerade nicht leisten können, was Neues produziert. Müssen wir ein bisschen warten, bis genug Geld da ist. Und zwar auf sehr, sehr simple Art und Weise ein Mittel gegen Erkältung, was auch nur mehr unter Anführungszeichen Bluthochdruck verursacht und sonst nichts mehr. Und selbst das könnte man ja umgehen, wenn wir die Konzentration noch weiter verringern um 2, dann hätten wir auch den Bluthochdruck ausgeschaltet. Gut, ist der Analysierer schon bereit? Ich glaube nicht, da brauchen wir noch ein bisschen. Der ist nämlich sehr, sehr wichtig, den wollte ich mir noch anschauen, um rauszufinden, welche Konzentration hier die beste ist. Weil man hat ja so einen Bereich, in den man gehen kann, da sieht man aber allerdings immer noch ein Fragezeichen bei der maximalen Stärke. Und das gibt eben vor, hier sieht man es, das gibt eben vor, was die beste Stärke ist. Und das wiederum wirkt sich aus auf die Qualität des Medikaments. Da zum Beispiel, ja, unser aktuelles Medikament gegen Husten hat Wertung E, offensichtlich, das sind nicht wir, hier sind wir, das hier hat Wertung D, das heißt, es hat einen Nebeneffekt, der ist nicht günstig und offensichtlich sind wir auch mit dem positiven Effekt nicht im idealen Bereich und wäre der ein bisschen idealer, hätte man ein besseres Rating und würden auch mehr Geld dafür bekommen. Aktuell haben wir da minus 5% sogar beim Wert von dem Mittel, weil es eben ja nicht stark genug ist, sondern nicht gut genug wirkt. Also das könnte man auch noch optimieren. Da braucht man eben, wie gesagt, dann den Analysator. So, das kann man auch benennen und verkaufen das hoffentlich gut. Plus 41 immerhin. Und wie schaut es aus mit Aufwerten? Wir könnten es, wenn es zwischen 4 und 8 ist, mit einem Agglomerator noch aufwerten. Warum nicht? Das können wir noch probieren. Einen Vaporisierer. Nochmal schauen. Es muss zwischen 4 und 8 sein und es ist aktuell auf 9. Okay, das heißt, ein Dissolver muss da noch rein. Und dann ein Agglomerator. Und dann haben wir Platzprobleme, so wie es ausschaut. Dann bekomme ich den Pillprinter da gar nicht mehr unter. Da müssen wir die ganze Fabrik ein bisschen umbauen. Außer wir produzieren nur mehr das aufgewertete Mittel. Das ginge auch. Lass uns mal da rein und schauen, was rauskommt. Ein Antibiotikum, aber eben auch noch ein bisschen zu gering in der Konzentration. Da müssen wir nochmal rauf und ja, da wird es dann wirklich eng mit dem Platz, wenn wir da die Pillprinter auch noch unterbringen wollen. Also ich würde sagen, das Projekt müssen wir irgendwohin verschieben, wo wir mehr Platz haben. Können wir natürlich die Produktionsstraßen komplett austauschen, aber ich glaube, mit dem warten wir mal ein bisschen und werden für den Moment, was verdienen wir da? 39, einfach einen zweiten Pillprinter hier vielleicht aufstellen.
Gut, da hat man auch noch die Möglichkeit aufzuwerten mit einem Ionisierer. In dem Falle Konzentration 10 bis 12. Allerdings müssen wir da um 6 rauf. Das ist ganz schön aufwendig. Vielleicht können wir vorher mal schauen, dass wir hier den Analysator fertig bekommen. Und einen Punkt können wir wieder investieren. Vielleicht in einen Vaporisierer, dass der ein bisschen günstiger wird. Ja, also entweder alles nochmal ein bisschen umbauen. Ja, warum nicht? Umbauen macht ja Spaß, wie wir wissen. Also versuchen wir das ein bisschen zu optimieren. Mal schauen, ob wir das besser unterbekommen. Bin mir nicht ganz sicher. Ah, da sparen wir uns mal keinen Platz, wenn wir das machen. Das war mal nix. Da müssen wir hier vielleicht ein bisschen Platz sparen. Machen wir das lieber. Dann können wir das Ganze wirklich rauf verschieben. Ja, ich glaube, das, wisst ihr was, den Teil schneide ich jetzt raus. Wenn ich hier die ganzen Sachen verschiebe. Dann sehen wir uns gleich in einem Minütchen wieder. So, da sind wir wieder. Alles ein bisschen verschoben. Bisschen optimiert. Und wer sich über den Kontostand wundert, ich bin leider ins Minus gekommen beim Umbauen und habe einen Kredit aufgenommen. Auch das geht natürlich, wo man ein bisschen was pro Tag dann zahlen muss. Ein bisschen was ist gut gesagt. Wir zahlen da jetzt ordentlich. Das heißt, wir müssen das da schnell zum Laufen bringen. Also, kurze Wiederholung. Hier müssen wir runter auf 4 bis 8. Entsprechend einmal da durchjagen. Und dann, wenn es auf 4 bis 8 runter ist, muss das Ganze zum Aufwerten in einen Agglomerator. Und dann in Folge müssen wir es nochmal raufbekommen um 1. Dann ist ein Antibiotikum. Okay. Also eh nicht ganz so schwierig. Vor allem, wenn man den entsprechenden Platz hat. So, noch einen Pillprinter dazu. Und schon produzieren wir ein Antibiotikum. Hoffentlich. Schauen wir mal. Das auch gutes Geld bringt. Haben halt auch leider einen Nebeneffekt, aber okay. Mal schauen, für was das verkauft wird. Ah, 112 plus. Das schaut schon mal nicht schlecht aus. Hat sich die Investition glatt gelohnt. Wenn wir das jetzt aufwerten wollen, naja, einen Cryonic Condenser und einen Katalysator. Also da brauchen wir alles Mögliche. Deswegen müssen wir hier mal wieder vorbeischauen. Unser Forscher hat mittlerweile jetzt 5 Punkte generiert. Da können wir unsere ganzen Zutaten mal verbilligen. Ich glaube, die sogar nochmal. Dann ist sie auf 41 runter. Und dann schicken wir wieder mal auf Forschungsreise. Mal schauen, können wir mit dem Katalysator was anfangen? Ich glaube, den haben wir schon. Wir bräuchten, wenn, einen blauen noch dazu. Aber da braucht man 4 Forscher, das ist schon ordentlich. Stellen wir vielleicht einfach mal einen zweiten ein und lassen ihn hier nach dem Mitteln für die Verdauung suchen. Also und bei der Forschung vielleicht noch einen Blick riskieren. Der Analysator ist mittlerweile fertig. Auch 4 Punkte haben wir generiert. Heißt, ich mache unseren, was haben wir im Moment am meisten im Einsatz? Wir haben einen guten Mix. Wir haben 2 Ionisierer, 2 Agglomeratoren. Schwierig. Ich würde sagen, die Agglomeratoren und die Ionisierer werden wir nochmal upgraden. Und unsere 2 Forscher. An was lassen wir die Forscher? Vielleicht am Multimixer. Dann können wir es den auch noch anschauen. Perfekt. Genau. Und den Analysator können wir uns jetzt auch mal, können wir auch mal begutachten. So, wir haben hier ein Antibiotikum. Dann kaufen wir uns den mal. Der Analysator hat eine etwas unangenehme Eigenschaft, nämlich vernichtet er das Produkt.
schicken wir das da mal rein. Das heißt, weg ist es. Allerdings, wenn wir da ein paar Pillen analysieren, werden wir eben rausfinden, was die ideale Konzentration ist. Und dann können wir das Medikament vielleicht noch ein bisschen verbessern. Dauert einen Moment, bekommt man dann hoffentlich bald eine entsprechende Einblendung. So, die ganzen Meldungen der Konkurrenz ignoriere ich jetzt einfach mal. Na, kein Ergebnis. Kostet uns ordentlich viel Geld, das analysieren, weil wir nichts verkaufen von den Pillen. Naja, hilft nichts. Müssen wir ein bisschen laufen lassen. Oder haben wir die Information schon bekommen und ich weiß es nur nicht. Nein, ist immer noch ein Fragezeichen davor. Müssen wir weiter abwarten. Ja, hier können wir noch Platz dazu kaufen, den werden wir vermutlich brauchen. Allerdings gibt es da keine Import- und Export-Slots. Das auch zu beachten. Wie schaut es denn aus? Das hier aufwerten, braucht man einen Katalysator. Das hier aufwerten, da braucht man keinen Katalysator. Wir könnten also hier noch ein bisschen verbessern. Was macht man denn da? Gewinnen 81 ist eigentlich eh nicht schlecht. Ist sogar die Frage, ob wir das nicht weiter verkaufen sollten und lieber eine zweite Produktion eröffnen mit dem Mittel, das wir dann aufwerten. Das machen wir, glaube ich, noch schnell. Also das nochmal importieren. Dann, damit es Diabetes behandeln kann, müssen wir es runterbekommen. Allerdings wollen wir es ja aufwerten. Das heißt, es muss auf 10 bis 12 rauf. Also um 4 erhöhen. Und da sehe ich gerade eine Einblendung, die mich sehr freut. Da ist was analysiert. Dann können wir den hier mal wegnehmen. Und die Analyse besagt, jetzt haben wir immerhin die Nebeneffekte mal erforscht. Also die Nebeneffekte sind, wenn sie hier bei dem Bereich sind, am schlimmsten. Kann man direkt schauen. Ja, eben, man sieht die Nebeneffekte. Wir liegen da eins daneben. Das heißt, ganz, ganz schlimme Nebeneffekte oder fast ganz schlimme Nebeneffekte. Das heißt, das Ganze nochmal erhöhen würde vermutlich auch die Qualität der Antibiotika erhöhen und die Nebeneffekte verringern. Analysieren wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen weiter in der Hoffnung, dass wir auch rausfinden, was der ideale Bereich für die positiven Wirkungen wäre. Und in der Zwischenzeit werden wir hier ein bisschen weiter basteln. Ich hoffe, ich spiele es nicht zu schnell. Ich möchte einfach möglichst viel zeigen in möglichst kurzer Zeit. Den Evaporator setzen wir da auch noch dran. Dann sind wir im passenden Bereich, um das Ganze aufzuwerten. Genau, da ist ein grünes Häkchen mit dem Ionisierer in dem Falle. Und dann kommt raus ein Mittel gegen, wo ich vorher schon gerätselt habe, was es ist. Einen zweiten Versuch war ich jetzt mal nicht. Und das können wir sogar nochmal aufwerten. Gegen ein Mittel gegen Krebs. Allerdings braucht man da eine Menge Material und Katalysatoren, die wir nicht haben. In dem Falle muss es nochmal rauf um 4. Also nochmal so ein Teil. Und so ein Teil. Und dann können wir Pillen drucken. Nächste Einnahmequelle gesichert. So, Forschungspunkte. Wie schaut es da aus? Der Multimixer, den haben wir gleich mal. Dann können wir uns das mal anschauen, ob wir da ein neues, schönes Medikament zusammen mixen können. Zutaten, da wird noch geforscht. Und hier stellen wir auch gleich her und machen dann hoffentlich wieder ein bisschen Gewinn. Ja, 123, schaut nicht schlecht aus. Sind wir wieder im Plus. Oder zumindest fast im Plus. Sehr schön.
Ja, nicht zu vergessen, dass wir gerade auch einen Kredit abzahlen für noch weitere 2 Jahre. Einige Forscher und Wissenschaftler beschäftigen. Die können wir theoretisch auch kündigen, wenn wir ein bisschen Geld sparen wollen. Oder natürlich, wir schauen, ob wir hier irgendwas verbessern können. Wir haben ja einige Medikamente am Markt mit Nebenwirkungen, die wir noch eliminieren könnten oder wo wir analysieren könnten. Ich glaube, wir verlieren momentan auch viel Geld durchs Analysieren. Das sollte man auch entfernen, weil die Analyse ist abgeschlossen. Auf dem zweiten Wert ist es am idealsten. Heißt, naja, wenn wir es um 1 erhöhen noch, haben wir bei einem Antibiotika den Idealwert und dafür bei dem Bluthochdruck ein bisschen die Nebenwirkungen verringert. Das heißt, wir bauen da noch was ein, nämlich einen Evaporisierer, so. Und dann haben wir das Medikament ein bisschen verbessert. Es kostet zwar, darf man auch nicht vergessen, jetzt um 9 Dollar mehr in der Herstellung, aber wir sollten eine bessere Bewertung dafür bekommen. Und das normalerweise erhöht ja wiederum die Einnahmen. Das heißt, wir aktuell verdienen wir 97 und wenn wir es schaffen, dass das um ja, 10% zum Beispiel mehr Gewinn macht, dann hat es sich gelohnt, das Ding hier einzubauen. Das werden wir dann gleich sehen. Weil hier sieht man zum Beispiel eben, da haben wir sogar plus 25% bei unseren Diabetes-Pillen, weil die eben so ein hohes Rating haben. Gut, jetzt sind wir schon über 40 Minuten. Jetzt ist die Frage, was wir uns noch anschauen. Jetzt haben wir eben die verbesserte Variante. Ich würde sagen, den Multimixer können wir noch testen und dann werden wir noch die ganzen Dinge durchgehen, die wir noch nicht gesehen haben. Aber ich glaube, den Großteil verschieben wir dann auf Let's Play, weil ihr seht, hier ist ziemlich viel noch ausgegraut. Wo könnte man denn Multimixen? Würde sich das irgendwo lohnen, 2 Sachen zusammen zu mischen? Hier zum Beispiel haben wir auf Platz 1 und Platz 4 etwas. 1 schlecht, 4 gut. Hier haben wir auf Platz 1 was Schlechtes und auf 2 was Gutes. Na, das heißt, wenn wir das zusammen kopieren, würden wir sozusagen 2 positive Effekte kombinieren und einen negativen überschreiben. Also hier wird sich der Multimixer lohnen, vielleicht um ein ganz neues Medikament herzustellen. Das ist hier ja quasi fertig, abgesehen davon, dass wir es nicht analysiert haben. Das wäre hier hinten fertig. Also wenn wir da wieder mal ein bisschen umbauen, stelle ich das gute Stück hier hin. Ich ignoriere jetzt mal einfach das Ganze vorher vom Band laufen lassen. So, und den Multimixer. Einmal lassen wir es da zurücklaufen zu den Pillprintern. Und dann kaufen wir uns einen Multimixer. Und werden, wie macht man das am besten? Lass mich kurz überlegen. Werden hier einmal die Zutat reinlassen. Die ist ja quasi fertig. Einmal zweigen wir hier ab. Das heißt, wir können auf einen Pillprinter verzichten, weil jedes zweite geht ja darauf, jedes zweite geht dann darunter. Parken wir den mal irgendwo. Und genauso hier brauchen wir nur mehr einen Pillprinter. Das kann da runterlaufen. Dann haben wir da wieder ein bisschen Platz gespart. Und den Ausgang, genau. Den Ausgang vom Multimixer lassen wir auch auf dem Pillprinter laufen. Der Multimixer übrigens, der braucht auch 2 Zyklen zum Mixen, von dem her trifft sich das ganz gut, wenn wir das so machen. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Rein geht dieses Mittel, rein geht das nächste Mittel, wird zusammengemixt und schon haben wir ein neues Medikament mit 2 positiven Effekten. Und einem negativen, abgesehen davon, dass ich natürlich vergessen habe zu schauen, ob die Konzentration sich überschneidet. Antwort ist nein. Das heißt, die ganze Aktion bringt natürlich nichts. Da habe ich nicht genug aufgepasst.
weil die Konzentration bezieht sich natürlich auch nur auf ein Medikament. Okay, heißt die Aktion leider fehlgeschlagen. Naja, abgesehen davon, dass man gesehen hat, was da gehen würde oder wie das gehen würde. Schon überlegen wir uns das nochmal. Stellen wir das Ganze nochmal zurück. In dem Fall ist ja schnell umgebaut, dass wieder funktioniert wie vorher. Mal schauen, hier hätten wir etwas. Auf Platz 2 und 3. Da könnte man das überschreiben und wir hätten sogar Konzentration 13, die für beide funktioniert. Dann lasst mich das noch versuchen als Abschluss von der Checkliste. Also, hier laufen wir schon rein. Dann zweigen wir hier ab. Ich glaube, man muss es neu nicht verkaufen, sondern nur neu setzen, wäre gefragt gewesen, wenn man was Neues reinlaufen lässt. So. Perfekt. Mit der Konzentration 13 heißt, jetzt ist es wirklich ein Medikament mit zwei positiven Effekten. Und jetzt haben wir wirklich was produziert, was hoffentlich was Neues ist und was es auf dem Markt so noch nicht gibt. Schauen wir mal, was da rauskommt. Vor allem schauen wir, was es wert ist. Kombinierter Wert sollte ja relativ hoch sein. Bin ich gespannt. 150, ja, nicht schlecht. Haben wir ein neues Mittelchen erfunden. Super Sache. Okay, dann würde ich sagen, sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir schauen, was es sonst noch so zum Sehen gibt. Also, wie gesagt, wir können natürlich noch alle möglichen Mittel erforschen. Ihr seht, da geht es noch ordentlich weit runter. Teilweise in Gebieten, die wir erst per Forschung überhaupt aktivieren müssen. Da unten zum Beispiel Deep Sea, Sub-Zero, also ganz, ganz kalte Regionen. Dann genauso bei der Gerätschaft gibt es noch einiges, was wir nicht gesehen haben. Also allein schon die zwei Geräte, um die Konzentration zu verdoppeln oder zu halbieren. Wir können den Creamer machen, der produziert schneller wie der Pillmaker und verringert die Nebeneffekte. Allerdings ja, hat er weniger Bonus oder die Upgrades, die man machen kann hier beim Pillprinter. Können wir übrigens wieder mal Punkte investieren. Ihr seht, hier geht es ja ordentlich rauf. Jetzt ist schon 26 Bonus. Hier gibt es keinen Bonus, sondern hier kann man nur die Nebeneffekte verringern und so gesehen eben das Rating verbessern. Wir haben eine Zentrifuge, die eben ähnlich wie der Mixer fungiert. Der Chromatograph, der verringert die Konzentration von 11 bis 20 um 10. Also wenn irgendetwas 13 hat, wird es 3. Im Gegenzug, wenn irgendwas 3 hat, sprich von 1 bis 10, wird es 13. Dann haben wir noch einen Ultraviolett-Curer, der einfach die Konzentration auf 1 grundsätzlich ändert. Der Hedron Collider, der, glaube ich, sorgt dafür, dass alles einfach aktiviert wird, was aktiviert werden kann. Das heißt, da hat die Zutat alle Konzentrationen auf einmal sozusagen. Dann haben wir noch den Sequencer, da können wir auf eine bestimmte Konzentration das Ganze setzen, also alles, alles Mögliche und auch noch zusätzliche Geräte, um die Medikamente dann zu verpacken. Also in dem Fall, glaube ich, sind das Injektionsnadeln und ähnliches. Und da unten haben wir noch so Dinge wie zum Beispiel, dass das Bauen von Geräten günstiger wird, der, ja, die Löhne für die Mitarbeiter günstiger wird und alle möglichen Kleinigkeiten. Und ja, eben Forschungspunkte investieren finde ich eine nette Sache, dass man da auf der einen Seite eben direkt an Dingen forscht und auf der anderen alle Mitarbeiter, die frei sind, hier einsetzen kann, um ja, für Upgrade-Punkte zu sorgen. Vergebe ich noch ein paar. Und das mag ich einfach bei solchen Spielen, dass man immer das Gefühl hat, ja, man müsste eigentlich was anderes machen oder man hat einfach ganz, ganz viele Dinge, die gleichzeitig erledigt werden sollen, aber man hat entweder nicht das Budget oder nicht den Platz oder nicht die Zeit. Und ja, Big Pharma schafft es einfach
mit sehr, sehr wenig Regeln und sehr, sehr wenig Inhalt verhältnismäßig ein sehr, sehr komplexes Spiel zu machen. Da habe ich, glaube ich, einen Fehler eingebaut. Und ich deswegen mache mir auch gerade ein bisschen Minus. Und das ist das, was mich einfach so fasziniert. Allein durch die ganzen ja, zufälligen Zutaten, die ganzen Wirkungen und Nebenwirkungen, die Möglichkeit, die ganzen Dinge zu kombinieren, zu erhöhen, zu verringern. Super. Also allein schon, ja, zum Beispiel zu sagen, okay, wie schaffe ich es, dass ich die vier Medikamente, wenn man denn wollte, in eins kombiniere mit keinen Nebenwirkungen, ja, da hat man mal eine ordentliche Produktionskette zu bauen. Oder auch die Sache, dass man Nebenwirkungen entweder deaktivieren kann, indem man den Bereich ändert oder die Nebenwirkungen komplett vielleicht entfernen mit irgendwelchen Geräten. Das finde ich super. Dann auch eben die Katalysatoren, das ist auch eine nette zusätzliche Spieltiefe und ja, insgesamt einfach eine Menge zu tun. Sehr, sehr viel Abwechslung. Jedes Spiel ist was Neues und ja, ich bin einfach super begeistert, super fasziniert und ja, würde da eben, wie gesagt, gerne ein Let's Play draus machen, wenn euch das recht ist. Wir haben ja einige Missionen zum Spielen und die sind durchaus ziemlich anspruchsvoll. Jetzt habe ich ja, glaube ich, eine mittlere. Mal schauen, wie wir da liegen. Ja, wir verdienen Geld, das heißt, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter baue, ein bisschen optimiere, vermutlich würden wir es schon schaffen, dass ich zumindest ja, das letzte Ziel erreiche. Das sind ja so Zwischenziele oder so Bonusziele, dass man es noch früher schafft, in dem Fall in 5 Jahren oder 8 Jahren, 12 Jahre hat man Zeit und ich glaube, das würden wir auch schaffen, wenn man noch ein bisschen umbaut, ein bisschen was verbessert, aber eben super abwechslungsreiches Spiel und genau, eine Sache habe ich noch gar nicht gezeigt, nämlich das hier. Man kann das Ganze natürlich auch einfärben, falls man sich irgendwann ja, vielleicht nicht mehr auskennt oder das Ganze ein bisschen nach Medikamenten oder wie auch immer trennen will, dass man eben weiß, was gehört zu was. Man kann auch den Boden einfärben und ähnliches. Also das ja, netter Nebeneffekt, kostet zwar ein bisschen was, aber wenn man den möchte, kann man da auch da ein bisschen gestalten. Also, kann es nur nochmal sagen, bin sehr begeistert von dem Spiel. Unbedingt reinschauen, ist das Geld auf jeden Fall wert, also 20 Euro. Ich kann euch garantieren, wenn euch Automatisierung und so ein bisschen Puzzlespiel mit Wirtschaftseinschlag gefällt, ihr werdet da viele, viele Stunden und Abende und Nächte damit verbringen, da zu tüfteln und vor allem euch auch zu ärgern, wenn dann plötzlich irgendetwas kein Geld mehr bringt, wo ihr vorher fast reich geworden seid oder teilweise landet man dann auch einen richtigen Hit oder Treffer, wo man irgendwas produziert, wo einem gar nicht klar war, wie toll die Sache ist. Da zum Beispiel haben wir jetzt ja momentan richtig, richtig dicken Gewinn. 274 Profit von unserer kombinierten Medizin. Mal da reinschauen und alles rauslöschen, was wir sowieso nicht mehr herstellen. Ja, da machen wir ordentliche Profite mit dem Ding und ja, teilweise haben wir auch schon ein bisschen besseres Rating bei den Dingen, also da hängen wir die Konkurrenz so langsam ab, wie es ausschaut, 35%, nicht schlecht. Gut, damit es jetzt keine Stunde wird, glaube ich, lassen wir es an der Stelle, ich könnte noch locker eine Stunde spielen und herzeigen, die ganzen Dinge, die wir noch nicht gesehen und nicht probiert haben, also da kommt noch einiges und nicht zu vergessen, genau, es gibt noch eine Riesenliste an Aufgaben mit den unterschiedlichsten Zielen, da ist alles mögliche dabei, von ja, eine bestimmte Menge an Medikamenten produzieren, da drüben war irgendwas Interessantes, hier zum Beispiel genau, 2 Produkte mit, also vom Level 4 sogar herstellen, Minimum Rating von B über alle Produkte in 11 Jahren, also super, super schwierige Aufgaben, Kredite zurückzahlen, eine Menge Geld verdienen, eben bestimmte Sachen herstellen, alles, alles möglich, also auch viel Abwechslung hier geboten. Ich bin, ihr merkt es, richtig, richtig begeistert und freue mich da schon auf ein Let's Play und ja, vor allem, vielleicht spiele ich ja wirklich mal, wie soll ich sagen, ein bisschen böse, weil habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt. Das zeige ich euch noch ganz schnell. Hier sieht man das. Man
heilt ja unter Umständen auch Leute permanent. Das heißt, ja, wenn man ein zu gutes Medikament herstellt, heilt man die Leute und verringert so gesehen eben den Stand an aktuell Kranken. Die kommen ja pro, in dem Fall Jahr, dazu kommen ein paar dazu. Allerdings, wenn man pro Jahr jetzt mehr Leute heilt, wie dazukommen, ruiniert man sich selber sozusagen den Markt. Und nicht zu vergessen, man stellt ja auch Medikamente her mit Nebeneffekten, ist zwar im Moment nicht im Spiel drin, aber war schon drin und kommt wieder rein, dass wenn man eben Nebeneffekte hat, dass Leute unter Umständen krank werden von diesem Nebeneffekt und ja, in Folge dann weitere Medikamente kaufen müssen, eventuell bei der eigenen Firma oder bei demjenigen, der die, naja, nicht ganz so guten ursprünglichen Medikamente hergestellt hat. Also sehr, sehr, ja, schöne Anspielung eben, wie gesagt, eingangs erwähnt, die ganzen Verschwörungstheorien, und da kann man eben selber ein bisschen, naja, eben ein guter oder ein profitgieriger Macher von Medikamenten werden. Und eben die zwei Spielaspekte gefallen mir auch sehr gut, dass man eben auch so gesehen freie Wahl hat. Super, super abwechslungsreich das Ganze. Also großes Lob, tolles Spiel, Ein-Mann-Projekt, sehr weit gekommen, sehr, sehr, ja, sehr, sehr fertig wirkt das Ganze schon. Kann es nur jedem ans Herz legen, wie gesagt, der irgendwie Wirtschaftssimulation gemixt mit Puzzle und Management und so, ja, eben so wie bei Factorio, so Automatisierung, Logistik mag, der ist hier sehr gut aufgehoben, und für 20 Euro hat man da garantiert viele, 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 viele Stunden Spaß. Also ich würde sagen, so eine durchschnittliche Mission, wenn man jetzt nicht ja, total durchrauscht, und vor allem vorausgesetzt, man gewinnt ja auch beim ersten Mal, ich würde sagen, so 2-3 Stunden ist man damit unter schon dran an den etwas größeren Dingen. Hier die kleinen Sachen natürlich, Tutorials nicht in dem Fall, aber hier die Beginner-Sachen sind natürlich relativ schnell beendet und auch relativ einfach beendet, aber es wird richtig, richtig knackig. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und baba.